Na, ich fühle mich richtig gut und habe jetzt ja auch lange wieder trainiert mit der Mannschaft, einige Spiele schon wieder absolviert und fühle mich auch hundertprozentig fit und ja, sehe da eigentlich auch kein Problem, jetzt von Anfang an zu spielen. Jetzt geht's nach Aue. Die Bilanz von St. Pauli da sieht nicht so toll aus. Ein Sieg war noch nicht drin. Warum ist das so schwierig, gegen Aue zu spielen, insbesondere bei denen? Ja, es ist natürlich dann immer spezielle Spiele in Aue. Aue ist sehr kampfstark und man muss sich den Bedingungen da anpassen. Das ist einfach so. Ich habe da jetzt auch schon öfters gespielt, aber schon ein paar Mal gewonnen. Also ich weiß, wie man da gewinnen kann. Dann mit Paderborn. Mit Paderborn, genau. Ja, wir müssen mal sehen. Also ich meine, jetzt kann es ja auch sein, dass es schneit. Da muss man sich einfach den Witterungsbedingungen anpassen und dementsprechend auf Fußball spielen. Wenn da jetzt Schnee liegen sollte, kann man nicht Kurzpassspiel aufziehen, sondern muss dann vielleicht eher mit längeren Bällen spielen. Aber wir werden uns das anschauen und werden dann mit Sicherheit eine gute Marschroute vom Trainer kriegen und werden probieren, das Spiel zu gewinnen.